Hallihallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Bolivia on Tour. Heute mit dabei die Gebirgsedition. Ja, hier ist der Dra, der macht mit. Servus. Und der Manson. Ulu. Und meine Wenigkeit. Ja, wie immer. Also gut, würde ich sagen, los geht's. Guck mal, hier steht so ein Autowagen, der will unbedingt... Wo gehen wir hin? Was machen wir denn? Haben wir wieder vorher nicht geredet, ne? Was gibt's denn hier? Oh, hier gibt's ein Fragezeichen im Wasser. Ja. Ist gar nicht so weit weg. Mit dem Heli mal dahin fliegen? Oder muss man da eher mit dem Schlauchboot? Sagen wir mit dem Schlauchboot. Da fahren wir mal ja zu dem Fragezeichen, zu diesem wichtigen Aufklärungsdaten. Wir können ja zu diesen wichtigen Aufklärungsdaten da unten, wollte ich auch gerade sagen, können wir hier hin, wie wir alle drei es parkieren. Und wenn wir da sind, entscheiden wir einfach, ob wir mit einem Boot, zwei Booten, okay, einem Auto oder sonst was darüber kommen. Okay, richtig. Oh, Radio. Danke. Und frag jetzt nicht, wie ich das Auto auf das Boot kriegen will. Nakahara. Hätte ich schon eine Idee. Und der BK, meine Vision. Rainbow Six Wildlands. Was haltet ihr von dem Spiel? Jetzt haben wir ja schon ein paar Völkchen gespielt. Dra auch schon ein, zwei Tage mehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den 19er Charakter in die Ecke gestellt und ziehe jetzt den hier hoch. Aber ganz ehrlich, also ich finde es eigentlich, also das Ambiente finde ich da Hammer. Oh. Wie sie das hingekriegt haben, was. Oh. Da hat jetzt keiner von uns, obwohl alle markiert haben, keiner hat gesagt, darüber müssen wir. Ja. Ich habe definitiv Probleme mit meiner Internetleitung. Da ich nur eine feste 2 Megabyte Leitung habe, also mit 2 Megabyte ständig ankommen, habe ich, wenn wir uns schneller bewegen, das Problem, dass die Chunks nicht mehr nachladen. Das heißt, ich habe echt ab und zu aufploppende Bäume und aufploppendes Gelände und das kotzt mich ein bisschen an, aber es könnte nicht am Rechner, also sollte nicht am Rechner hängen. Der sagt nämlich, ich kann auch voller Auflösung spielen. Sorgen wir bei ihm für Unbehagen, dann kann er Angst vor. Also ich habe hier 3. Ah, der Sicario darf nicht weg. Der mit den 2 Balken. Jawohl. Jawohl. Ach, der mit dem Einschießen. Der grün leuchtet. Okay. Also das ist nicht der mit den 2 Balken. Nee, der mit dem grün leuchtet mit so einem Gewehr drauf, ne? Ja. Darf man den einfach schießen? Nee, den muss man einschüchtern. Ja, den musst du mal anrumpeln und dann überrennen. Gut. Ah, das ist ein Drogenboot, was wir da hinten suchen. Alles klar. Hier 131. Ach, beitreten. Also den mit 131 Metern, den auf der Veranda, den könnte ich jetzt machen. Markier ihn doch einfach. Ziel einfach drauf und drück die Q-Taste. Ja, ich habe ihn. Ach so. Du meinst den da? Ja, genau. Die 1 ist die. Ich zähle 5. Ich kann die 2 treffen und die 3 auch. Ich kann die 3 treffen. Ja. Also 2 und 3. Die 2 verliert gerade. Oh, meine 1 ist weg, meine 1 ist weg. Ja. Und da hinten, was steht da? Die 4. Ne, die 2. Jetzt habe ich da die 2. Den sehe ich nicht. Der ist halt. Oh, und da ist hier Sicario. Ich gehe mal von der anderen Seite. Ja, ich pass aber auf, die kommen alle auf deine Seite. Also, ich habe jetzt. Nochmal? Ne, ist ein Zivilist. Okay. Ich habe jetzt gar keinen Tango mehr. Keinen, den ich treffen kann. Ich habe auch keinen mehr. Ich auch nicht mehr. Das sind alle auf der anderen Seite. Ich bin jetzt hier unten an dem Booten. Okay. Ich sehe das Haus aber auch nicht. Die sind jetzt alle im Haus. Eine Nate rein, naja. Eine tot. Achtung, Achtung, irgendjemand wird gesehen. Der eine. Die 1 kann ich, die 1 kann ich. Dann gib ihm die 1. Ja, ich meine, ich kann ihn. Die ist alarmiert. Ich hab ihn. Okay, der ist weg. Shit. Au. Ich hab ihm in die Hose geschossen, dem anderen in den Kopf. Ja. Wir müssen den Sicario-Dings, ne? Der ist voll in die Schussbank gelaufen. Der eine ist putt. Gut, ich habe jetzt 2 habe ich erledigt. Ist noch einer da? Boah. Haben wir ihn leider mit umgenietet, egal. Ach, hier sind wenigstens wichtige Daten. Der spawnt bei der nächsten Aufnahme neu. Ich acke. Die kommen ja, glaube ich, immer wieder mal. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen und erpressen ihn dann? Das sollte reichen, um den Rest der VIPs zu besorgen. Besorgen wir ein Video, wie sie aufeinander rumspringen. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. So. Oh, hier sind ja richtig viele Kisten.
Eigentlich war es nicht schlecht, aber der eine hat mich dann auch gesehen und hat dann auf mich geschossen. Da musste ich auch durchziehen. Also. Wir haben ja so ein Schnellboot. Was sollen wir mal fahren? Schon? Ja, Dokumente habe ich schon genommen. Muss ja, glaube ich, nur einer nehmen. Ach da, nee, Dokumente musst du einzeln. Musst du alle nehmen. Ja. Hä? Wieso bin ich? Hier bei uns, bei mir am Steg. Ja, ja. Ich bin jetzt gerade über die Regeln in so Fässer gesprungen. Hier sind Dokumente. Da drüben hat es zwei, drei Gegner. Auf dem Schiff drauf. Okay. Sollen wir mal von hier gucken? Der fährt? Nein, nicht mal von hier. Erstmal gucken, ob man sie mit Scharfschütze ausschaltet. Ja, können wir schon machen. Also, vier Stück, fünf Stück sehe ich. Also, ich könnte den, den, den. Den. Ja, jetzt vier Stück sehe ich auch gerade nicht. Okay, komm, schieß mal drauf, okay? Ein. Tango getroffen. Da ist eine Waffenkiste auf dem Boot. Boah, das war's. Da wollten wir jetzt gerade auf Nummer sicher gehen. Ja. Die einen sehe ich nicht mehr, die drei auch nicht mehr. Der duckt sich gerade, aber ich schieß mal durch, dadurch, vielleicht geht es. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Man sollte vielleicht noch das Sniper-Gewehr nehmen. Boah, Hubschrauber! Hinter uns sieht uns einer. Ah, Heli. Wo ist das denn, Heli? Ich kann ab runter. Über der Hütte. Feindverstärkung im Anmarsch. Ich glaub, brennt schon. Boah, geil, ich kann tauchen. Okay, down. Oh Gott, hier sind Leute hinter uns. Hey, ich erwisch den einfach ich nicht. Ich brauch Deckung. Wo bist du denn? Ich geb dir Deckung. Unter Wasser. Ich bin unter Wasser. Oh, nachladen. Verdammt. Oh. Granate. Haben. Der, wo da gelegen ist gerade, den hatte ich, aber... So. Alter. Und jetzt diese zwei Affen, hä? Die verstecken sich da. Aber wie? Also, warst du das gerade? Ja. Ja, das bin ich. Oh, schön. Die Rebellenmörser schalten Gegner aus. Ich habe Mörserangriff drüben. Oh, Achtung, 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 die kommen zu uns, die Mörser. Nein, die kommen nicht zu uns. Die kommen direkt aus Hausboot. Gehen, gehen okay. Direkt aus Hausboot. Läuft dann. Hinter uns kommt auch wieder Heli. Was. Der Heli. Oh, das ist aber ein anderer. Ja, mir eine Pistole draufschießen, das macht Sinn. Was ist das denn? Das war im Granaten drin. Ich hab's noch anlegen. Das war ein One-Hit im Granatwerfer. Oh, wie geil! Okay, hinten kommt keiner mehr. So, ich würde sagen, nehmen wir das Boot und hauen ab. Ja, langsam nervt ihr. Mal drüben gucken, da ist noch eine Waffenkiste vorne dran. Ja. Da hab ich mit der Drohne gesehen. Oh. Einer ist noch drüben, einer ist noch da, schießt mal drauf. Wo denn? Wenn ich drauf schieße, habe ich das Problem, dass ich dir in den Kopf schieße. Da ist er, da ist er. Seht mal da, Waffenkiste. Ja, ist tot. Ey, Hubschrauber. Oh. Ja, langsam, aber hier aus dem Wasser jetzt. Alter. Wo ist denn das? Das sehe ich gar nicht, weil es so qualmt hier. Da ist oben. Da ist er. Waffenkiste ist vorne an Bord. Ich mach den Heli wieder weg da. Jawohl. Ah, okay. ich glaub ich hab ihn. Sehr schön. Lucky hier vorne. Hubschrauber, auf den Boden. Schon wieder. Alter. PP19. Gibt's ja auch Munition? Ich hab fast keine Munition mehr. Sieht eng aus. Über uns ist ein Ausrufezeichen. Na, gehen wir hoch. Oh, hier ist auch was Grünes, ja. Ah, hier ist eine Dings, unter der Truhe ist eine Benzinkiste. Ja, hier auch. Mach auch noch einen.
Ja, mach halt. Und nicht schon wieder. Ah ne, der hat uns aber nicht gesehen. Ah, da ist ein Aus... Oh. Achtung, mal schön verstecken, der kommt gerade über uns. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Ah, Waffenkisten als erstes gesucht. Achtung, schön. Unidad. Heli, runter, runter! Ja. Ich habe erst noch 7 Schuss. Hier gibt's kein Munitionskistchen. Doch, drüben auch. Gab's eine, drüben im... Im Dorf gab's glaube ich eine. Auf aufs Boot und weg hier. Ja. Fliegt der jetzt weiter, der Heli? Ja. Bestimmt. Hubschrauber, auf dem Boot! Ach, schon wieder? Hä? Was? Ich bin zwar auf dem Boot, aber ich kann hier nicht. Wo fahren wir denn hin? Ei, da rüber an den Helikopter und dann die Waffenkiste genau. Erstmal. Genau. Ach, sieht immer noch herrlich aus, das Spiel. Alter! Jetzt willst du mit dem Heli starten? Das kannst du doch vergessen. Na, geht schon. Wo ist denn deine Waffenkiste hier drin? Hier hinten war's. Nee, halt, ist eine Kommkiste? Da hier draußen. So. Ey. Was? Runter? Heli? Wohin schon wieder? Ich sehe nicht. Hä? Ich auch nicht. Komm, wir starten jetzt mit dem nicht Heli. Mal, keine nicht mal auf der Karte ist einer. Ach, sie meint vielleicht den hier. Ziel. Warte, ich schau mal. Was haben wir denn hier? Nebeneinsatz, Belohnung. Wir könnten hier unten noch den Nebeneinsatz nehmen. Wäre grün markiert. Den hier? Den genau unter uns. Ja, okay. Oder wir holen uns die SASG-12 da oben. Oder lieber eine Waffe kommen, oder? Wie ist es egal? Ja, machen wir erst die Waffe, dann können wir wieder runterfliegen. Was, erst die Waffe? Ja. Ja. Da qualmt aber auch schon ganz schön. Naja. Kommt da von meinem Boot, der hier parken will. So. Wir werden jetzt da unten B markiert. Ach, hinter uns war auch markiert, das andere. Okay. So. Hier landen und dann gehen wir hoch den Weg da hoch, oder? Nein, so war der Plan. Ich gehe auf jeden Fall da in dieser Klamm da hoch. Okay, da scheine ich wieder da zu sein. Und warst du gerade nicht? Wo warst du? Ei, mein Teamspeak hat gerade dumm gemacht. Bidum. Ah, Teamspeak hier, mein Discord. Discord. So, ich guck mal, da vorne ist. Ich sehe eine montierte Waffe. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Aber ist keiner da, nur Geschütz ohne Person. Ah, ich sehe Sniper auf dem. Ah, nee, das sind bloß Geschütze. Warte, ich mach mal eben Drohne. Setze Drohne ein. Wir haben Gegner in der Nähe. Okay. Ah ja, 1, 2. Achtung, Marco mit Maschinenpistole. Am Schießstand. Oh, ja. In dem Bunker ist einer. Hier hinten in der Ecke ist auch noch einer. Und auf dem Turm ist auch einer. Ah, ja. Turm mach ich weg. Mann, der Kerl ist tot. Da ist noch einer. Tango hat den Schuss gehört. Jetzt sucht er. Ja, super. Ja, kein Problem. Okay, alles gut. Na, wenn wir sie aufgescheucht haben, dann gehe ich mit der einen Waffe mal gleich auf Granat. Hey, Sicario mit Maschinenpistole auf dem Schießstand. Vorm Fenster rumlaufen, ist klar. Der Tango ist hin. Ich bin jetzt an der. Den dann nehme ich mir, wenn ich ihn jetzt gleich wieder sehe. Wenn der sich nochmal bewegt. Zwei weg. Und jetzt habe ich auch gemerkt, dass ich hier gerade mit dem Scharfschützengewehr rumlaufe. Ich mach das Geschütz weg. Granate fliegt. Nehmt das. Komm, gib's zu, der war nicht schlecht. Achtung, bin hinter dir dran.
Oh Gott, hier geht's runter. Oh, hallo. Oh. Hab ein. Oh, Alter, lauf mir doch nicht vor die Knarre. Hier leuchtet ganz schön viel grün. Oh, und dann viel Stoff und dann weiter. Schrotgewehr. Okay. Das rufen. So. Ich sehe eine Waffenkiste. Oh, was kriegen wir denn? Schrotgewehr SAG 12. Wo haben wir hier noch was? Ah, hier ist noch was drin. Dokument? Ich habe ein Dokument gefunden. Hier ist noch Sprit drin. Ist denn da Sprit drin? Ach, und Futter auch noch, eine Kiste. Jo, Joba. Und da hinten ist auch noch eine Kiste für mich. Schön. Ach, Futter ist mal gut. Ja, ja. Also rein theoretisch könnten wir jetzt noch zum nächsten Einsatz fliegen oder fahren, je nachdem. Und dann sind wir ja schon wieder durch mit dieser Folge. Ja, das geht. Also mir geht es gerade echt so mega schnell. Wir hätten da unten. Ach, sag mal, wie das Auto heißt. Nicht Land Rover, sondern Land Block. Ja, die heißen immer leicht verschieden. Fahren wir? Ich weiß nicht, wo gehen wir denn hin? Ich habe mit C noch eine Information auf dem Weg zu dem Sender da unten, wo wir grün markiert haben. Okay. Eine Information. Oh. Also dann fahren wir da runter. Genau. Oh, mach das Tor. Oh, Alter. Das Tor ist aber stabil. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Junge, Junge, eine ganz schöne Flügeltür, du. Wer fällt ein? Das ist egal. Hui. Oh, Alter. Das muss er aushalten. Das muss ein Land, der gute Landblock muss das können. So. Oh. Schlimmer wär's mit dem Cabriolet. Es ist ein Cabrio. Oh. Ich glaube, das war's jetzt. Das war nicht gut. Was? So. Kann mal jemand hier auf dem ADAC rufen, oder? Das sind nur noch 700 Meter, Jungs. Auf Attacke. Schönen Fußweg. Oh Gott, sind. Was? Wo bist du denn hier lang? Oh, hier gibt's noch. Alter. Das ist ja schon wieder das Bergziegenkommando hier. Wie geht das denn? Echt? Dass du nicht wieder irgendwo drin kommst, sonst bekommst du. Ja. Das hatte ich auch noch nicht. Das sind immer die Idioten, die sich für die härtesten Typen halten. Hallo. Scheiße, ich komme hier echt nicht mehr raus. Doch, ich komme raus. Ich bin draußen. Jubi. Meiner schnauft schon ganz. Komm hier nicht rein! Was denn? Ich bin ja dort jetzt. Ich komm hier nicht mehr raus. Du kommst doch hier raus. Nein! Du kommst doch hier raus. Ich habe keine Leertaste in der Nähe und ich kann auch nirgendwo hoch. Ich habe keine Leertaste in der Nähe, die sollte jetzt eigentlich vor dir sich befinden. Weiter links, ja, hier kommst du raus. Und jetzt wird's natürlich auch noch Nacht, ach, ne? Ich so, drück mal C und guck mal, ob du dann weiterkommst. Habe ich schon versucht. Ich kann weder krabbeln noch auf mich hinlegen. Wenn ich mich hinlegen will, gehe ich nur in die Hocke. Ich werde mir aber den Punkt mal mehr als ein Ball ist Bug melden. Und die Koordinaten merken. Ich gehe mal freispringen. Mir wird nichts anderes übrig bleiben. Schmeiß mal eine Granate rein. Oder warte, ich kann doch selber mal. Ich habe eine. Achtung. Hier ist ein Reh. Jede Menge Rehe. Toll. Gehst du ja gar nicht kaputt. Ich lebe immer noch. Du gehst ja gar nicht kaputt. Ich habe mir einen Mörser gerufen. Geht das? Oh ja, klar, ja. Ich spreng dich mit dem Mörser frei. Wenn nicht, beam dich doch in eine Dings, in eine Schnellladezone. Stimmt auch. Ganz einfach, Mann. Zack. Wieso kann ich denn das nicht? Weil du in einem Bug feststeckst. In einem Bug Rogers. So, also ich bin jetzt dort, Leute. Schön. So, jetzt lasse ich nochmal die Dronse. Bin weg. Tschüss. Mal gelaufen.
Mal genau vors Fenster fliegen, wie spät das ist. Oh, eine Kawasaki. Rennen, Zufallszünder. Wenn du das sagst, klingt das irgendwie besser. Oh, ich kann hier Rehe jagen, ganz viele Rehe hier. Mhm. Aber ich sehe keinerlei Tangos hier drin, ne? Könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass das dann auch da vielleicht keine gibt. Ich bin genau hinter dir. Gut. Also musst du nicht gucken, hier gibt es keinerlei Gegner. Okay. Ah, ich muss irgendwie nur noch die Zehe holen. Alter! Das war knapp, ich bin gerade fast in den Tod gesprungen. Ach, der Drache ist ja schon da. Ja. Ja, ja, ohne Larven kriege ich das auch so schnell hin. Alter! Läuft bei euch. Ja, muss ja, ne? Muss ja laufen. Oder ist das dann wieder so ein Event getriggert? Was für ein Event? Ich fahr mit Moped. Hola! Erster Stock. Ich muss nur mal eben den ersten Stock Weltraumforschung, genau. Mann! Irre, dass die hier so ein Resort bauen. Ist ja schon. Santa Blanca muss die halbe Regierung gekauft haben. Wie ich Santa Blanca kenne, weiß ich schon, wo das Hotel seinen Müll entsorgt. Nein, wir sollen jetzt hier zurück in den See. Dann sollten wir nicht schwimmen gehen. Was hat er jetzt nicht echt gesagt, oder? Nein, ist gut. Aber was ich jetzt sage? Zurück in den See. Leise Scheiß. Nein, ich sag auf Wiedersehen, meine lieben Freunde. Danke fürs Zusehen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr an der nächsten Folge wieder zusehen würdet. Und zwar von Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Heute mit dabei waren der Dra. Servus. Der Mensen. Lulu. Und meine Wenigkeit, der Dark Priest. Also danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.